Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Ground. Oh, Grounded, ja. Ich habe eine Feder. Juhu! Ja, stimmt, die Krähe war gerade da. Sehr schön, dann parkt wenigstens die Feder hier auf meinem Haus oder auf meinem Dach. So, ja. Oh, sehr schön, die können wir auch gleich wieder verbauen. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, wir werden heute wieder ein bisschen weiterbauen. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Das werde ich euch gleich zeigen und ich habe noch mal eine Änderung gemacht. Wie zum hunderttausendsten Mal, ne? Es wird alles wieder abgerissen, neu aufgebaut und. Also, so der Plan. Das ist ja die Kaserne. Hier hatte ich ja gesagt, alles mögliche an Rüstungen, die wir über haben, wird hier gelagert. Und hier oben habe ich mir überlegt, werden wir über jede Rüstung eine Kiste stellen. Das ist dann die Kiste Spinnenrüstung, Kiste Eichelrüstung und so weiter, ne? Das heißt, ich muss jede Rüstungsart nur einmal ausstellen. Der Rest, was ich dann zu viel habe, kommt in die Kisten. Funktioniert. So, dann habe ich den Fehler gehabt, dass ich hier eine Treppe runter hatte und dann ging die Mauer hier weiter. Sah ein bisschen komisch aus, weil jetzt haben wir die Höhe von der Gesamtmauer. Ich finde, so sieht es viel besser aus. Sprich, hier können wir mal zumachen. Also sieht das jetzt im Moment hier so aus. Das heißt, hier gehen wir jetzt eins höher. Und dann sind wir hier auf der hohen Mauer. So sieht das Ganze gerade aus. Und das sieht viel schöner aus, wie als wenn ich sie irgendwo runtergehen lasse. So. Dementsprechend, hier weiß ich noch gar nicht. Vielleicht kommt die Treppe weg, dass man irgendwie hier noch oben noch ein Stockwerk macht. Was auch immer. Irgendwas wird sich finden. Weil ich weiß auch noch nicht, ob man das hier zumacht. Ich dachte mir, vielleicht sieht das ganz geil aus, wie so ein Balkon lassen. Aber vielleicht mit Säulen oder so zuzumachen. Und dann mit einem Federdach einfach nur rübergespannt oder so. Muss man mal gucken. Kommen bestimmt noch Ideen. So, Federstücke habe ich schon einstecken. Wir nehmen noch ein paar Pilze mit und wir rüsten uns mal mit der Ameisenrüstung aus. Und nehmen noch ein wenig Holz mit nach oben. Und Grasbram oben auch. Seht ihr dann auch gleich warum. Pilze brauchen wir noch. Können wir gleich wieder voll machen. Ich habe ein wenig mit dem Thronsaal herumprobiert. Wir nehmen uns noch mal 100 Stück mit. Könnte reichen. So. Also, nehmen wir einmal das Holz mit hoch und da seht ihr auch schon, pop, stellen wir hier mal ab. So sieht das Ganze aus. Also wahrscheinlich für euch jetzt erstmal total verwirrend, für mich aber auch, weil ich weiß noch nicht, ob das hier vorne optisch so schön passt. Kann sein, dass ich da noch ein bisschen was ändern werde. Aber so sieht es halt aus wie ein schöner Thronsaal, ne? Dazwischen haben wir hier so ein paar Ritterfigürchen, die da stehen. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn es fertig ist, ne? Aber ich dachte, das hat so ein bisschen Thronsaal-Feeling hier. Dann wäre es auch nicht so ein kahler, leerer Raum. So, das heißt, das fängt dann hier schon mal an mit den Bögen. Haben wir da auch noch mit drin? Ja, ich glaube, das sieht schon besser aus, wenn das da oben geschlossen ist. Ich bin halt mal gespannt, wenn das Federdach fertig ist, wie das dann aussieht. Aber Federdach, das ist genauso wie in der vorigen Staffel. Das ist immer so peu à peu, so wie Federn da sind, wird das Dach gebaut. Weil ohne Federn kein Dach. Und solange es hier drinnen keinen Regen gibt, glaube ich, ist das alles kein Problem. Ist gar nicht so easy, ne? So. Das heißt, haben wir da noch und da noch. Mal den noch und den noch und den noch. Ne, der geht nicht mehr. So, das heißt, dann machen wir hier die Säulen. Dann haben wir hier die Pilzwand. Dann haben wir da eine Pilzwand und da eine Säule. Die Rückwand habe ich mich entschieden, aus Holz zu machen. Mit ein bisschen Gras. Dass das auch so optisch ein bisschen anders aussieht. Es geht ja halt. Puh.
Das mit den Bögen passt mir noch nicht so ganz, aber. Oder man nimmt da hinten den raus. Ja, da lasse ich mir noch mal was einfallen, aber das geht schon so in die Richtung, wo ich dachte. So, gibt halt einen richtig fetten Thronsaal diesmal. Ich finde gar nicht mal so schlecht. Hier hinten könnten wir sogar mit einer Holzwand zumachen. Dann ist das optisch noch mal ein bisschen anders da. Und wenn das dann mit großen Kronleuchtern, die dann jeweils hier von dem, von dem und von dem runterkommen. Ich denke mal, das sieht dann schon ganz geil aus. So. Jetzt müssen wir erstmal klettern. Wie ihr seht, hier habe ich auch schon Boden eingezogen. Ist nicht ganz so easy, hier hochzukommen. So, machen wir erstmal hier das Äußere fertig. Sondern sind auch schon wieder die Federn leer. Ja, brauchen wir noch ein paar. Wie viel haben wir denn? 18 Stück. Nur so viel ist es gar nicht. 4 5er Federn und schon haben wir es. Müssen wir dann nochmal suchen gehen. So, und dann ist der Plan, ich will nicht über Eck bauen, wird auch nicht funktionieren, weil ja das Häuschen höher ist. Das heißt, das wird wieder so ein Satteldach? Pultdach war das flache. Ich glaube Satteldach. Ach, keine Ahnung, ich bin kein Dachdecker. So. Also, hier kommt so ein Spitzdach drauf, ne? Ja. Und da ist halt die Überlegung, den Balkon so ein bisschen niedrig gehalten, auch abzudecken. Vielleicht sogar auch eine flache Ebene zu machen. Ich weiß es noch nicht. So, und hier kommt ja dann noch ein Stockwerk hin, weil wir hatten ja gesagt, es gibt das Kaminzimmer mit vielleicht sogar eine Spindeltreppe nach oben. Und oben kommt dann Schlafzimmer und Hupsis Umkleide hin. Dann sollte das passen. Ich denke mal, das sieht dann auch ganz geil aus zum Thema mit den Häuschen und ja, Burg, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Es hat ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen Stil, ne? So, und dann hatte ich ja gesagt, die zwei Türme werden ja auch noch höher gebaut. Also der hier wird ungefähr bis hierhin gehen und der, ja, blöd zu zeigen mit der Maus, aber der wird auch um einiges noch höher. Und das Gebäude müsste ungefähr vom Dach her bis hierhin kommen, schätze ich mal. Na, ja, da ist der Turm trotzdem noch zu klobig. Toll. Ja, ärgert mich ein bisschen. Das sieht eigentlich doof aus, weil der wirklich zu hoch ist. Aber anders kann man das mit den Seilbahnen leider nicht machen, ne? Leider, leider. Das heißt, das wird erstmal hier noch alles fertig gebaut, soweit. Und dann kümmern wir uns hier drum. Die werden nochmal getauscht. Da bin ich sogar am Überlegen, vielleicht auf die Höhe so ein kleine, wie so eine Brücke zu machen. Oder ich weiß es noch nicht. Aber das ist so eine Schwachstelle, das hält nichts aus, der Ton. Ich hatte ja gesagt, hier vorne will ich auch noch ein Dorf rundherum bauen. Und ja, da haben wir noch einiges zu tun, ne? Einiges. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder runter. Holen uns wieder Holz. Und verbaue erstmal alles, was wir an Holz verbauen können. Ich glaube, hier drinnen waren ja das hier noch. Und das hier. Und das hier. Und so komme ich gar nicht ans Dach dran. Muss jedes Mal nach da oben. Holy. Holy, holy, holy. Ja, kriege ich mal hin. Ist halt blöd. Oder ich müsste erstmal hier einen Boden reinziehen, dass es hier ein bisschen einfacher ist. Ah, da noch, da noch. Hier haben wir aber schon den Überstand. Genau, mit Überstand. Komm, ein Krähenfederstück kannst du doch schon. So. Oh. Haben wir da noch eins? Ich denke, dann sieht es schon ganz geil aus. Der Thronsaal dann noch richtig schön beleuchtet. Dann irgendwann vielleicht noch ein paar Bildchen rein, aber da habe ich ja noch keine. Die sind mir aktuell bei Burgle noch zu teuer. Aber ich finde, so sieht schon ganz geil aus. So, das müsste alles an Holz sein. Das heißt, wir fangen mit Grasboden.
So. Ah, so langsam wird es eine Festung. Richtig cool, gefällt mir. So, und dann müssen wir mal gucken, was wir alles hier noch brauchen. Jetzt habe ich Mist gemacht, weil ich hätte erstmal da hinten die Fackeln machen müssen. Oder komme ich auch von der Seite wieder zurück? Ja, nochmal schon. Okay, weil das dachte ich mir nur, das soll einfach nur den Hintergrund beleuchten. Und hier weiß ich noch nicht, es kann auch sein, dass ich dann irgendwann noch sage, okay. Oh, das geht gar nicht. Ja, klar, wegen den. Ja, aber vielleicht mache ich das noch mit Holz zu oder ich muss mir das nochmal überlegen. Ja, und da mit dem Grasplatten war eigentlich die Überlegung, dass man es optisch einfach ein bisschen... Ja, dass nicht alles Pilzziegel ist hier drin, ne? So, können wir schon mal einkaufen gehen? Also wir brauchen Ton, wir brauchen Seile, wir brauchen Sprösslinge. Ton, Seil und Sprösslinge. Ton, Seil, Sprösslinge. Was brauchen wir noch? Erstmal Ton. Nehmen wir zwei Stück mit. Dann brauchen wir trockenes Gras brauchen wir, glaube ich, für die Fackeln. Sprössling brauchen wir auf jeden Fall. Seile brauchen wir. Oh, da muss ich noch mal ein paar machen. Dann, was haben wir noch? Sprössling. Saft brauchen wir, genau. Saft, Bärenleder, Eichelschale und Blütenblatt. Blütenblatt haben wir hier. Saft. Lieber nochmal gucken. Habe ich. Bärenleder und Eichelschale war es noch, genau. Eichelschale und Bärenleder. Ja. Sollte funktionieren. Hoffen wir es. So, machen wir erstmal hier fertig. Okay. Hier möchte ich noch Kronleuchter haben. Ein da. Ah, das ist halt mit dem Springen blöd. Ein da. Könnte man eigentlich auch einen da drüber hängen. Ja, das geht. Das geht. So, und da ist halt die Überlegung, entweder mir hängen die mit dran. Das ist halt jetzt mit dem Springen ganz blöd. Oder wir lassen es einfach so, wie sie sind. Ja, so ist er wenigstens schön beleuchtet. Gefällt mir. Okay, dann müssen wir wieder mal ein bisschen Gras holen. Ich glaube, wie viel ist denn das noch? Das reicht doch eh nicht. Oh doch, das könnte gerade so reichen.
Das hat sich nicht gut angehört. Da ist die wieder irgendwo gehe Wand. Gar nicht schön. Müssen wir gleich mal gucken. Nee, hier sieht gut aus. Die mit in die Hand nehmen, dann sehen wir auch gleich den Schaden. Hier kann nichts sein. Es hat sich gerade so angehört, als wäre die irgendwo gegen eine Wand. Oder Eingang? Nee, ist es auch nicht. Sieht es auch gut aus, okay. Ja, das Kuriose ist, ich brauche jetzt keine Pilze mehr zum Farmen, weil... naja, der kleine Rüsselkäfer, also hier Elfriede, hat sich hier eingenistet. Irgendwo da unten sitzt er. Der kann halt nicht sterben und die Ameisen versuchen, den zu locken oder zu killen. Und deswegen sammeln sie sich immer mehr hier drin. Sie kommen nur nicht mehr raus. Also jetzt haben wir eine automatische Ameisenfarm. Die brauchen wir. Da können wir nämlich die Fliegenklatschos machen. Ja. Genau noch die drei. Und dann nehmen wir die schon mal mit. Hier hätte ich gern auch eine Tür hingemacht, aber das funktioniert nicht, weil man kommt hier nicht hoch. Oder man kommt einfach nicht mehr durch. Ach ja, für die Lämpchen. So, und hier ist nämlich jetzt die Überlegung. Den Kamin könnte ich hier hinpuzzeln. Das heißt, da muss dann auf jeden Fall eine Steinwand sein. So im Kaminbereich. So. So. Machen wir auch da eine hin. Und wir machen da eine hin. Und rein theoretisch kann das nämlich jetzt hier wieder schön mit Holz zugemacht werden. Und 2, 4, 6, 8. Da schleppe ich kein ganzes Dingens mehr hoch. Und nochmal drei Stück. Und dann muss ich auf jeden Fall wieder zusehen, dass wir Federn kriegen. So, und die Treppe könnte in die vordere Ecke sogar. Jetzt erstmal rumprobieren, weil wie gesagt, ich will nur einen ganz kleinen Kamin haben. Also das muss jetzt nicht ein riesen pompöses Teil sein. Und meinetwegen, mir würde eigentlich schon sowas reichen. Zack, zack. Oder auch nicht. Kann ich? Jetzt muss ich mal was probieren. Das würde gehen. Okay, das heißt, dann könnte ich doch rein theoretisch den da dran setzen und... Ja, doch, okay. Das reicht mir als Kamin. Hier kommt nämlich eine kleine Feuerstelle einfach rein. Das Ding kann ja nicht brennen. So, jetzt brauchen wir noch eine Treppe. Eine Treppe nach oben. Das heißt, rein theoretisch wäre eine Wendeltreppe von Vorteil. Die könnten wir auch direkt hier hin machen. Nee.
So würde das gehen. Das heißt, man kommt hier hoch und kommt auf der Seite raus und muss nicht hier irgendwie über die Treppe. Die Tür geht natürlich auch auf und zu. Das heißt, hier kommt Hupsi dann ins Schlafzimmerchen. Ja, wir kriegen sogar fast alles fertig. 8 Eichelschalen. Da gehen wir nochmal einkaufen da unten. Bringen noch die 2 Holzdinger mit. So, wir brauchen Seidenseil. Wir brauchen Madenhaut. Den Kram. Eichelschalen. Und wie viel Holz waren das jetzt insgesamt? 3 oder 4? 3. Ach, Kleeblatt brauchen wir auch noch. 3. Ich glaube, bei der Küche machen wir da das Fenster noch zu. Dass es nur ein Doppeltfenster gibt. Sieht, glaube ich, viel besser aus dann optisch. So, machen wir erstmal hier. Von hier kein kleiner Tisch hin und irgendwie eine Sitzmöglichkeit. Kriegen wir aber was hin. So, aber dann machen wir den hier so wieder zu. Toll. So, und dann kommt man hier. Und hier oben wird dann wieder Grasboden sein. Das reicht als Schlafzimmerchen. Das heißt hier, hier, hier. Da, da, da. Und da. Der geht nicht ganz da drauf, aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Jetzt will ich mal gucken, aber so ein Drecksboden hier vorne dran. Nee, 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 nee. Das würde, glaube ich, rein theoretisch gehen, aber lassen wir es lieber, lassen wir. So, und dann kommt noch ein Stockwerk drauf. So, das heißt erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da muss offen bleiben wegen der Treppe, ist klar. Was man gucken könnte, wie sieht denn das aus? Nicht sowas hier mit einbauen. Ah ne, das ist ja dann so. Nee. Nee, das passt nicht. Dies passt so nicht. Gehen wir nochmal Pilzsiegel holen. Ja, die machen da so. Ich habe die das letzte Mal beobachtet. Die machen da hin und her und irgendwann klippen die sich durch die Wand und dann sind sie bei mir im Keller. Die Mistviecher. Habe ich nicht dafür das Material auch gerade noch einstecken? Ah. Sehr schön, haben wir die auch fertig. So. Ach so. Hier wollte ich das nochmal ein bisschen zentrierter hinstellen, dass es auch hübsch aussieht. Das kann man auch mal ein bisschen erstmal weg. Den machen wir uns erstmal dahin. Die raus. Und Pilzwand hin. So, und der müsste rein theoretisch da noch in die Ecke reingehen. Passt doch. Und den stellen wir so mittig.
Hier davor. Ein Stück zurück. Ja, moin. So, das müsste dann von außen auch besser aussehen. Hoffen wir ja. Ja, doch. Sieht besser aus. Diese blöden Glühwürmchen. Sieht doch besser aus. Das heißt, da brauche ich wieder haufenweise Grasplatten. Und da müssen wir uns bald mal in den nächsten Turm machen, dass ich noch ein paar Seilbahnen spannen kann. Aber das sieht doch schon hübsch aus. Gefällt mir. So. Und hier war ja die Überlegung. Ah, hier kann ich ja auch drauf. Hier ist die Überlegung, einfach mit einer Holzwand. Obwohl, nee, damit ein bisschen Licht einfällt, könnten wir so eine Wand machen. Und hier oben machen wir wieder mit Pilzen zu. Ja, wir brauchen erstmal Holz. Toll, man bringt es weg und dann muss man es wiederholen. Erst kommen ja auch alles wieder neue Ideen. Das heißt, 1, 2, 3, 4. So, für die Rüstungspuppen. Ja, bin ich am Überlegen. Ob wir hier die Ameisen hinmachen. Ich habe mir überlegt, hier machen wir Ameisenrüstung. Eventuell. Und hier macht man die Kellerasselrüstung. Dass es aussieht wie so zwei Legionäre, die da neben dem Thron stehen. So. So. Na, muss noch besser beleuchtet werden, das geht so noch nicht. Aber da könnte ich vielleicht hinter die Säule was machen. Das ist auch nur so ein bisschen wieder beleuchtet. Schon ganz cool, gefällt mir. So, dann haben wir die noch. Die noch. Und hier könnten wir mal einen Grill reinstellen. Stellen wir ihn erstmal hier hin. 3 Sprösslinge, 4 Steine. 3 Sprösslinge und 4 Steine. Soll ja nur ein ganz kleiner Kamin sein. So, und dann machen wir uns, wenn jetzt sogar 2 so Sessel hin. Ist, glaube ich, schöner wie noch mit Tisch. Und soll ja so ein kleines Kaminzimmerchen sein, ne? So in etwa so, dachte ich mal. Na? Da kann vielleicht noch ein kleiner Tisch dazwischen. Ja, 3 Ameisenbrocken. Soll ja nur ein kleines Kaminzimmerchen sein. Holen wir noch die Brocken. Du nervst. Junge, du nervst. So, und dann sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus. Hallo? Komme ich auch irgendwie hier mal weg? Wo hänge ich denn hier fest?
Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich das abändere. Aber da muss ich nochmal gucken. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir sind bei 31 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ihr könnt das Spielchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ich denke, ich werde jetzt ein bisschen noch farmen gehen, dass wir jetzt Material dann farmen müssen. Dass wir den Boden hier noch reinziehen. Und natürlich dann hier Schlafzimmer bauen können. Da brauche ich auch wieder Federn fürs Bett. Na super. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis denn und tschüss.